mal, was ist das für ein Todesstreifen, den die hier eingebaut haben? Oh, wow. Also, wir müssen... Ah, vielleicht Räuberleiter, Räuberleiter, Räuberleiter. Zack, hoch, Schalter. Zack, runter, 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 runter. Er kommt. Ah, zu langsam. Das müssen wir doch schneller machen. Ach, Jesus. Schneller, so, auf das Mädchen rauf, los, 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 schneller, schneller, zum Schalter, zum Schalter, zum Schalter, Schalter und gleich drücken, runter, 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 los, 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 spring, 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 raus, 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 Flucht, wie lange geht er das noch? Da lag vielleicht, ja, gute Entscheidung, los, lauf, lauf, lauf. Ist sie runtergefallen? Muss ich jetzt auch noch balancieren? Was ist denn das hier? Ach, da war falsch, da war falsch. Ach, jetzt kommt auch noch ein Irrgarten. Hier darf ich wahrscheinlich nicht rennen. Hier darf ich nicht rennen. Also, pass auf, gleich abbiegen, gleich abbiegen. Und jetzt langsam. Warum, Mädchen? Vor allen Dingen, warum stirbt sie denn aus der Höhe? Da ist doch nix. Also, pass auf, jetzt machen wir es ein bisschen vorsichtiger. Warum hält sie sich denn nicht? Wo ist denn jetzt ihr Problem? Wo war jetzt ihr Problem beim Ausbalancieren? Ah, wir müssen in Bewegung bleiben. Ja, sie darf nicht, sie darf nicht stehen bleiben, weil sonst kippt sie um, was eigentlich auch bescheuert ist. Das heißt, mit einer bedingten Geschwindigkeit müssen wir rüber. Und den Takt müssen wir jetzt erstmal finden. Den Takt müssen wir finden. Also, pass auf. Warte, warte, warte. Da ist der Anfangspunkt. Okay. Gar nicht so leicht. Gar nicht so leicht. Aber die sind ja, die leben ja richtig abgeschottet. Vielleicht dürfen die Abstände ja auch nicht zu groß sein. Ah, warum komme ich nicht rüber? Ich habe jetzt noch nicht so ganz den Mechanismus dahinter verstanden. Lauf, Mädchen! Das war zu schnell. Aber wie ist da der richtige Takt? Vielleicht so? Also, warte mal. Das ist ja Rennen. Tipp, 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 tipp. Ja, ja, das war der Takt! Okay, rennen, 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 rennen! Wo kommt ihr hier vorbei? Brücke, Brücke, Brücke! A, O, O, A, 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 O, A! Klettern! Solange sie da noch hängt. Was ist das? Was ist das für eine Flucht, Mann? Also, das fühlt sich sehr nach endgültiger Flucht an. Ich bin ja gespannt. Aber wie sind wir denn da hingekommen? Durch Zufall können wir da ja nicht hingekommen. Ah, ist sie gestorben? Oh Gott, wir können die mal zurücklassen. Da oben ist ein Käfig. Oder sind das Lampen? Um Gottes Willen, wie sind wir hier hingekommen? Lass mich rein! Nein! Nein! Da haben... Das... Da... Hier sind wir doch gestartet! Erinnert ihr euch daran? Fängt das Spiel jetzt von vorn wieder an? Hier genau sind wir gestartet! Hä? Okay, ich bin jetzt... richtig verwirrt. Also, wenn das Spiel jetzt zu Ende wäre, würde doch da irgendeine Melodie kommen oder sowas. Hä? Komm, wir gehen noch mal runter. Nee, gestartet sind wir, als wir hier gebaut haben, einen Heißluftballon, mit dem wir abgestürzt sind. Aber zumindest war das der Startpunkt. Oh, sind das alles Leichen oder ist das Müll? Ich bin gerade richtig verwirrt. Da weint jemand! Ich rette dich. Vielleicht. Der sieht so giftig aus. Das ist doch sie! Oh, renne ich jetzt wieder weg? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich komme nicht weg.
Hä? Was soll ich denn jetzt tun? Aber warum weint sie denn? Kann ich die erschlagen von hinten? Also ist sie der Endboss? Und wer ist sie? Das ist die Nanny tickt aus. Das haben wir uns ja schon mal gefragt, was da los ist. Aber wo rennen wir denn hin? Hier unten wahrscheinlich, ne? Ah, wir müssen klettern. Wir müssen... Renn, 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 renn! Los, schneller! Ach du Scheiße! Das ist nur der Kopf! Wo ist ihr Körper? Will ich wissen, wo ihr Körper ist? Oh mein Gott! Sie holt auf! Scheiße! Oh mein Gott! Fuck, der Abstand wird immer größer. Kürzer! Hilfe! Wer ist sie? Kann mir nicht irgendjemand helfen? Muss ich vorher irgendwo abspringen? Aber ich kann nirgendwo hin. Und sie kletterten und kletterten und kletterten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann klettern sie diese Felswand immer noch weiter. Oh Gott. Oh Gott, ich darf keine Sekunde langsamer werden und mein Spiel darf nicht abkacken. Und überhaupt, hilf mir, Mädchen. Hilf mir. Wirf Steine. Okay, schneller, 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 schneller. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ah, wir hätten das Kind wahrscheinlich retten sollen. Wir hätten den Baumstamm dahin machen sollen und das Kind irgendwie... Ich weiß es nicht. Egal, haben wir keine Zeit für, haben wir keine Zeit für... Ah, verdammt, wir haben ein Kind auf dem Gewissen. Niemand bleibt zurück. Ich weiß nur nicht, wo wir hinlaufen. Verdammt, und jetzt hat sie wieder Körper. Scheiße! Ah, und dazu brauchen wir das Kind. Damit sie an dieser Stelle dann stirbt. Okay. Also, ich verstehe, wir müssen das Kind retten, das Kind muss überleben. Nicht dieses hier, dieses stirbt, aber das andere muss überleben. Also, warte mal, lauf, 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 lauf. Und jetzt runter. Ah, verdammt. Scheiße. Oh, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Oh. Ich habe schon lange nicht mehr so viel geschrien in dem Video. Es tut mir leid, es tut mir leid. Komm, Mädchen, du musst mir helfen. Gemeinsam schaffen wir das. Gegen die Alte. Gegen die Unterdrückung der Kinder. Komm, los, 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 los. Ja, los. Ja, und jetzt? Muss ich irgendwas tun? Habe ich es geschafft? Ist sie besiegt? Die wacht doch bestimmt gleich wieder auf. Ah! Warum ist sie denn so erbost? Muss ich irgendwas tun? Ist jetzt vorbei? Es ist sehr dramatisch. Muss ich irgendwas tun, um zu überleben? Oh nein! Wir haben uns geopfert. Das ist das Ende? Willst du mich verarschen? Das ist das Ende? Was? Wir sind tot? Es gibt nichts Beschisseneres, als wenn der Hauptcharakter einfach stirbt. Wir haben uns geopfert, damit die Kinder jetzt wieder... Du weißt doch noch nicht, ob die Kinder frei sind, weil da ist der Alte noch, der Geist. Gibt's verschiedene Enden? Ich bin sehr verwirrt. Es hat mir zumindest große Lust gemacht, den Teil auf der Switch zu spielen. Wir können den Switch-Teil leider immer noch nicht zusammenspielen, weil mir halt leider immer noch der richtige PC dafür fehlt, um das Ganze aufnehmen zu können. Aber ich hätte richtig, richtig Bock darauf, die richtige Version, also die große, die Schwester-Version davon zu spielen. Das dann nicht mehr heißt Very Little Nightmares, sondern einfach nur noch Little Nightmares. Und hier sehen wir, wie unfassbar viele Leute einfach an so einem Game irgendwie beteiligt sind. Also das Ende finde ich jetzt tatsächlich irgendwie blöd. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich hoffe natürlich, ihr hattet trotzdem viel, 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 viel Spaß mit diesem Format auf meinem Kanal. Auch wenn es sich ein bisschen länger gezogen hat, als es eigentlich geplant war. Wir werden als nächstes wieder ein Puzzle-Game spielen. Ich weiß noch nicht, ob wir dann mal wieder... in den Rusty Lake teilen
ein bisschen unterwegs sein werden, vielleicht auch den ersten. Wir haben ja irgendwo dazwischen angefangen zu spielen. Also ich würde sehr gerne den Puzzle-Samstag weiterhin aufrechterhalten lassen wollen auf diesem Kanal und werde mal gucken, was für ein spannendes Puzzle-Game wir als nächstes zocken werden, meine Lieben. Ich wünsche euch jetzt noch einen zauberhaft schönen Tag. Genießt ihn und seid ein wenig dirty dabei. Und vielleicht habt ihr ja den ein oder anderen zauberhaften Traum. Ciao. Für andere werde ich vielleicht nach diesem Schreien auch in ihren Albträumen auftauchen. Oh, warte mal, das geht weiter. Darum ist es sinnvoll, den Abspann abzuwarten. Guckt das Mädchen, als ob wir leben? Nee, vorbei. Also, ein Ende, was viele Rätsel auflässt. Auferlässt. Und wir haben, wenn wir jetzt mal bei den Erfolgen gucken, wo wir irgendwie gucken können, wo haben wir die Erfolge? 1000 Symbole und niemand weiß, was es bedeutet. Gefällt dir das Spiel? Gefällt dir das Spiel? Ach, du weißt, was ich meine, ne? Ich weiß jetzt gerade nicht, wo wir die Erfolge sehen können, aber ich glaube, uns fehlt halt echt irgendwie noch ganz viel. Irgendwo konnte man sehen. Ich weiß nicht mehr. Ach doch, warte mal. Hier vielleicht. Nö, nix. Alles tot. Gut, in diesem Sinne. Ciao, miau.